wird es nicht. Ich muss euch enttäuschen, weil alle die, die gedacht haben, der Simon kommt jetzt her und wir schicken die Beine vom Bockel ins Auge und erzählt uns jetzt, liest uns vor, wird nichts. Weil ich kann ja auch gar nicht lesen. Insofern wird das ein bisschen Freestyle. So, und das Lustige ist, das war nicht geplant, der Mann ist zum Kongress heute hier in Stuttgart. Ich habe gesagt, Herr Doktor, bitte komm! Der zweite, den ich gerne auf die Bühne bitten möchte, kommen wir nehmen mal. Wir machen das jetzt mal so wie bei Lanz oder so in so Talkshows. Es gibt tatsächlich aus dem Schwabenland kommt ein Trainingskonzept, das wusste ich bis vor 2 Jahren auch nicht. Das heißt Five. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall. Dumme Geschichte. Ich kann 18.000 Pfund Kreuzheben, Bankdrücken, Kniebeugen und heb das kleine Kind raus. Ah! So. Dann habe ich durch Zufall den Heini kennengelernt, der dieses Five-Konzept macht. Und dieser Heini, der dieses Five-Konzept macht, kommt aus eurer Mitte, aus dem Schwabenland. Und der ist heute hier. Man nennt ihn auch den Otter. Wo ist er? Wolf Haber. Da ist er! So. Konzept. Also jeder den Konzept denkt immer hier, ja. Du hast Tom Brady jetzt einen Zettel gegeben mit deiner Saugklaue und gesagt, mach Liegestützen und iss Tomaten und hier ist meine Kombinummer. Also der Fußballspieler als solches, das ist ja Patrick das Paradebeispiel dafür, ist so im Laufe seiner Karriere irgendwann so beweglich wie der Brechstange. Na, also wenn ihr, meine Hüfte wenn ihr, ist eine Waffe. Wenn ihr, diese Unbeweglichkeit macht halt irgendwann Probleme. Ne? Also so wie der Patrick, hat ja vielleicht die eine oder andere Randsendung gesehen, wo du so fragezeichenmäßig durch die Gegend gelaufen bist. Das war dann der Zeitpunkt, wo ich ihn dann besuchen darf, wo ich dann aus dem schönen Donaueschingen nach Hamburg treffen darf, um Patricks sanfte Hüfte wieder freizumachen. Das tut weh. Da kommt uns immer richtig nahe, ist schön. Und das gleiche Problem haben halt viele der Spieler. Also wir machen so Holzgeräte, weiß nicht, vielleicht der eine oder andere von euch mal gesehen. Darauf machen wir Beweglichkeitsübungen, sieht so ein bisschen aus wie Yoga. Sieht aus wie eine Mischung aus Yoga und Waldorfschule. Ja, genau. Sobald es dann richtig wehtut, dann wird es doch interessant auf einmal. Das ist voll. Und ja, da sind wir halt im Leistungssport ein bisschen rein. Aber ich habe ziemlich schnell gemerkt, irgendwann, so wenn du 10 Jahre Bundesliga spielst, und immer Kraftsport machst, und zwar richtig, und immer so typischer Gym-Rap. Je schwerer, je härter, desto besser mit Treten, Anspucken, Kopfnuss im Gym. Das ganze Programm, der eine oder andere kennt das. Und dann wirst du irgendwann, ist deine Karriere vorbei und du wächst langsam von 88 Kilo aus deinen Klamotten raus und bist dann mal 106 Kilo. Voll im Strumpf und willst den Schuh anziehen. So, und dann merkst du den Scheiße. Rücken, alles zu weh und als ich dann irgendwann nach 2 Wochen schon irgendwann, Schuhe abgezogen, oh shit, ich kann meinen Schuh anziehen. Ich danke euch beiden, dass ihr hier seid. Ja,